Hi, ich häkle gerade dieses Dreieckstuch und wollte euch mal erklären, wie man das macht. Und ihr fangt an mit einer Anfangsschlaufe und 6 Luftmaschen. Wenn ihr diese 6 Luftmaschen gemacht habt, dann geht ihr in die allererste Masche rein und strickt eine feste Masche. Jetzt haben wir hier so ein kleines Loch gebildet. Jetzt stricken wir wieder 6 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. Und gehen in das Loch rein und stricken da eine feste Masche rein. Dann stricken wir 3 Luftmaschen. 1, 2, ne, 3 und ein Stäbchen. So. Und dann stricken wir nochmal 6 Wendeluftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt könnt ihr sehen, wir haben hier unten verdoppelt. Jetzt gehen wir hier rein und haben schon wieder mehr Loops. Jetzt stricken wir 1, 2, 3 Luftmaschen, gehen hier rein. Na, dann 1, 2, 3, ein Stäbchen und wieder 6 Wendeluftmaschen. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wenden in den ersten rein. Dann 3, 1, 2, 3 in den nächsten rein. Eins, zwei, drei in den nächsten Loop rein. Und wieder unser Stäbchen. 2, 3. Und das Stäbchen. An jedem Reihenende kommt das Stäbchen. Und dann eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen, Wendeluftmasche, Luftmaschenkette. Und dann häkelt ihr so lange. 1, 2, 3. Bis ihr fertig seid mit eurem Tuch. An jedem Ende kommt immer 1, 2, 3, zeige ich euch nochmal. Wir sind ja sofort am Ende. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir hier alle Maschen oder alle Loops einmal abgehäkelt. Jetzt kommt unser Stäbchen. 1, 2, 3, das Stäbchen. Und dann die 6 Luftmaschenkette. Unsere 6 Luftmaschen, dann wird wieder gedreht und immer so weiter gestrickt, bis wir dann die Größe erreicht haben, die wir haben wollen. Vergesst am Ende das Stäbchen und die 6 Luftmaschen nicht und dann wächst das Tuch auch sehr, sehr schnell.